die Kennzahlen der Partnerakquisition und wie viel Personalkapazität Sie vorhalten sollten, das ist mein Thema die nächsten 3 bis 4 Minuten. Mein Name ist Felix Peckert und ich möchte Ihre Expansion beschleunigen, damit Ihnen der Auf- und Ausbau Ihres Franchise-Systems leichter fällt. Wenn wir uns nun darum kümmern, mit welchen Kennzahlen Sie Ihre Partnerakquisition optimieren, müssen wir als erstes uns ums Geld kümmern. Sie sollten nicht mehr als 50 bis 75 Euro pro Interessent, der bei Ihnen eingeht, bezahlen. Das heißt, Ihre Mediakosten, Ihre PR-Kosten, Ihre Kommunikationskosten sollten in der Summe so viele Interessenten einbringen, dass am Ende der Einzelne, wie gesagt, zwischen 50 und 75 Euro kostet. Danach geht es um Sie. Können Sie Ihre Franchise-Partnerschaft gut inszenieren und können Sie sie gut verkaufen? Der erste Schritt ist, dass Sie von den Interessenten den Lebenslauf akquirieren. Die Quelle und Ihr Telefonvertrieb sind dann gut, wenn Sie ca. 30% Lebensläufe bekommen. Von diesen 30%, die Ihnen also einen Lebenslauf schicken, sollten mindestens 50% über Ihren Telefonvertrieb Lust darauf bekommen, Sie in der Franchise-Zentrale zu besuchen und Ihre Franchise-Partnerschaft näher kennenzulernen. Und wieder müssen wir eine neue Perspektive einnehmen. Jetzt haben Sie Ihren Vertrieb abgeschlossen. Der Franchise-Partner hat vielleicht sogar vor der Praxisphase einen Vorvertrag unterschrieben und es kommt jetzt darauf an, dass Sie beiden sich prüfen. Rechnen Sie damit, dass nach der Hospitation zwischen 2 und 6 Interessenten übrig geblieben sind, die nun ernsthaft in die Finanzierungsgespräche gehen, ernsthaft sich um einen Standort kümmern und damit Ihnen ganz konkret zeigen, ich möchte dein Partner werden. Wenn die Banken zugesagt haben, wenn ein konkreter Standort vorliegt, dann ist es Zeit, den Franchise-Vertrag zu unterschreiben. Sie können damit rechnen, dass zwischen 1 und 2 von den Ausgangspunkt 100 Interessenten Ihren Franchise-Vertrag unterschreiben werden und damit in die Start-up-Phase wechseln. Sie sehen, es ist nicht schwer, vernünftige Kennzahlen zu erarbeiten. Ungefähr 30% sollten Ihnen einen Lebenslauf senden, ca. 50% davon sollten zur Erstpräsentation kommen und ca. 1 bis 4% sollten am Ende Ihren Franchise-Vertrag unterschreiben. Jetzt kommt es noch darauf an, welche Personalkapazitäten Sie vorhalten müssen. Rechnen Sie mit 200 bis 250 Arbeitsstunden, die ein Franchise-Vertrag Sie kosten wird. Damit das reibungslos funktioniert, brauchen Sie einen Vertriebsdirektor, er sollte nach Möglichkeit nichts anderes tun und von einer Assistentin unterstützt werden, die den Mailverkehr und Teil der Telefonie übernimmt. Wenn Sie Ihre Erfahrung in der Partnerakquisition mit mir diskutieren wollen oder mehr Informationen brauchen, freue ich mich unter felix@peckert.de auf Ihre E-Mail.